die Reichen reicher und die Armen, entweder bleiben sie arm oder sie haben am Ende des Monats zu wenig Geld. Sie können ihre Träume nicht verwirklichen und die Reichen haben immer mehr Geld. Werden eigentlich immer die Reichen reicher und die Armen, ja, entweder bleiben sie arm oder sie haben am Ende des Monats zu wenig Geld. Sie können ihre Träume nicht verwirklichen und die Reichen haben immer mehr Geld und können sich alles Mögliche leisten. Warum ist das so? Weil die Reichen eine Sache kapiert haben, die Gesetze des Geldes. Die Gesetze des Geldes sind ganz einfach. Das Geld ist nicht dafür da, um geliebt zu werden. Das Geld ist nicht dafür da, um zurückgehalten zu werden. Das Geld ist dafür da, um benutzt zu werden. Das bedeutet, die Reichsten der Welt benutzen das Geld, um mehr Geld daraus zu machen und haben somit eine Erfolgsspirale anstatt diesen Teufelskreis, den wir eigentlich alle kennen, würde ich sagen. Es sei denn, wir haben reich geerbt. Ja, das habe ich nicht, das hast du höchstwahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wenn du für dein Geld arbeiten musst, dann weißt du ganz genau, wie es ist, extrem wenig Geld zu haben. Dann weißt du, wie es ist, wenn dir das Geld nicht reicht für eine bestimmte Sache, die du haben willst, für einen Traum, den du dir verwirklichen möchtest, für eine neue Wohnung, für die Familie, was auch immer. Wenn Geld fehlt, ist das ein unglaublicher Schmerz. Und die Reichen haben es einfach verstanden, dass du erstmal, um Geld zu bekommen, Geld abgibst, Geld investierst, das Geld benutzt und damit mehr Geld machst. Du verdienst sozusagen Geld, während du schläfst. Und somit kann das Geld auch gar nicht enden, es sei denn, du gibst trotzdem noch mehr aus, als du einnimmst. Aber das ist ja das simpelste Geldgesetz. Ja? Gib immer weniger aus, als du einnimmst. Punkt aus Feierabend. Selbst wenn du dieses Gesetz anwendest, wirst du eine Menge Geld haben. Und natürlich gibt es auch unglaublich viele Möglichkeiten, vor allem heutzutage, um dein Geld zu vermehren. Genauso habe ich bei Tesla investiert bei $335, wo alle anderen Tesla gar nicht auf dem Schirm hatten und habe mein Geld verdreifacht, innerhalb von 2 Monaten allerdings. Ja? Genauso habe ich in Beyond Meat mein Geld verdreifacht. Genauso habe ich mein Geld in Snapchat verdoppelt, in Facebook fast verdoppelt, in Apple fast verdoppelt. Es sind so unglaublich viele Chancen da und du musst nicht irgendwelche Goldminen kaufen, die gar nicht existieren, irgendwelche Scamfirmen. Nein, es gibt diese Art, schlau zu investieren. Es gibt diese Art, mit Geld mehr Geld zu machen. Und genau diese Art werden wir beide in einem persönlichen Telefongespräch abklären. Ich werde schauen, wie kann ich dir weiterhelfen? Wie kannst du dein Geld für dich arbeiten lassen? Wie kannst du ein Leben in finanzieller Freiheit aufbauen? Wie kannst du einfach mal am Ende des Monats viel mehr Geld haben als alle anderen. Okay? Also, klick auf den Link unter diesem Video und bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder mit meiner rechten Hand, damit wir schauen, wie du deine Träume erreichst. Ich freue mich auf dich. Klick auf den Link.